Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Greedfall. Ich habe euch mal den Ladebildschirm erspart und uns schon mal in die Stadt wiedergebracht. Und jetzt gehen wir mal zu Sieur de Consilion und bitten um Rat, was wir genau zu tun haben. Und hier unten ist es echt eigentlich immer ist voll dunkel wie im Rattenarsch. Fragt mich nicht, woher ich weiß, wie dunkel es in einem Rattenarsch ist. Das ist eine Information, die ich lieber nicht teilen möchte. Ach, der ist noch weiter oben. Kommen wir denn noch weiter oben? Ich bin verwirrt. Nein, wir müssen tatsächlich da durch. So, da durch und hier nach oben. So, und hier ist Sieur de Consilion. Dann erzähl doch mal, wie können wir das ganze Blutvergießen verhindern? What can I do for you? I found some notes which were lost by Professor Seraphedin. His expedition was far from easy. Investigating such gigantic creatures is bound to be perilous. Indeed. Unfortunately, we also found his corpse. I'm sorry. Oh, poor man. His devotion to science cost him his life. I will make sure I share the works you have brought me with his family. This research is fascinating. It must have taken a formidable amount of courage to pursue it. But some sheets are missing. Keep an eye out for them, would you? Maybe you can find them. Ich bin dabei. Can your old professor still prove himself useful? Ja, mit Sicherheit. The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Good. You have traveled great distances, and the Terra Incognita will soon be but a distant memory. Keep doing what you're doing, De Sade. Can your old professor still prove himself useful? Ja, und zwar? I have come to find you because I received a complaint from the natives of the village of Vigigador. They want to be able to access a clearing, exploited by our woodcutters to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them, and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago, but tensions are running high and some men have lost their lives. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Laureen de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been of great help. Can your old professor still prove himself useful? Nein, das war's. Dankeschön. Looking forward to seeing you again, Sieur de Consilion. Okay, dann ab in die Archive. Dann müssen wir wieder ganz nach unten. Was haben wir hier eigentlich hier mit Konstantin gerade? Über die ach ja, die Ruinen, da war ja was. Naja, das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Die Archive. Da müssen wir noch weiter nach unten. Wo kommen wir denn noch weiter nach unten? Hier nicht. Da müssen wir da lang. Ich bin froh, dass diese... Füllen sich die Kisten mit der Zeit wieder auf? Weil ich hatte gerade vor unserem Häuschen auch schon was gefunden. Ein Kistchen gefunden, wo ich mir dachte, das habe ich doch 100 pro mitgenommen. Ha. Ja, das habe ich doch mit Sicherheit mitgenommen. Ich glaube, die füllen sich mit der Zeit wieder auf. So, was haben wir denn hier? Besitzurkunde über die Holzfällerei. Nach Verhandlungen zwischen Häuptling Dankes und Gouverneurin de Morange über Ländereien in der Region von Quenwa wurde hiermit beschlossen, dass die verhandelten Ländereien von nun an alleiniges und ausschließliches Eigentum der Händlerkongregation sind. Eine Forstnutzung durch Holzfällerei ist ausdrücklich gestattet. Der Zugang zu diesem Gebiet ist jetzt nur noch Mitgliedern der Kongregation erlaubt. Okay. Also, das wirkt... Zumindest für jetzt sehr hieb- und stichfest. Auf der anderen Seite, davon abgesehen, dass drei Holzfäller ermordet wurden, ja? Das ist ziemlich dämlich. Aber
Eine Aufforstung ist doch nichts Schlimmes. Und das sollte man, also rein theoretisch, sollte man auch aufforsten lassen. Weil irgendwann ist sonst vorbei mit Bäumchen. Naja. Miss Morange. Good day, dear sir. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? Ja, ich habe da ein Problem. I need you to enlighten me about the property deed of a glade near Vigigador. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high, and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them. As is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Corcillion. Can I help you with any other matter? My lady, I have to go. Goodbye. Sir de Corcillion, it's always a pleasure. Madame, I expect you've come to see me about this regrettable problem concerning a clearing, which my student told me about. Indeed. And I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, we would appease the tensions, and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we could exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable, and I approve. But several men were killed, and their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Duncas, the chief of this clan, never approved such an action. I understand. But I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Duncas of your decision. Okay. Tja, dann. Das sollte ja zumindest gut machbar sein. Wobei der Mörder ja eigentlich... Das ist die immer die große Moralfrage. Ist der Mörder der, der getötet hat oder der, der zum Töten angestachelt hat? Aber hey, das werden wir wohl so einfach... Ja, wahrscheinlich müssen wir es doch entscheiden, ob die Jäger dran glauben sollen oder der ältere Mann. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber da, in das Dorf, yes. So, reisen. Ja, Totenkopf über dem Feind. Danke, lieber Tutorial-Text. So, sprich mit Dankes. Das machen wir. Nachdem wir hier ausgeräumt haben. Na? Oh, sorry. Speichern. Na? Bertir Tumad. I am Duncas, the Mal and the Doné God of the Gigido. You're very strange for Renaise. Who are you? My name is Desardé. I am the legate of the merchant congregation. You are a Lugeir Blau? Oh, I didn't know there were Onalmanawi amongst them. They may not be so different from us after all.
What brings you here, Ono Manawi? At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access it freely, to accomplish your rituals or heal the area. And the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. No one else is responsible for their deaths. If they hadn't cut all the ochreberry trees, they would have survived. What does that mean? What are the two of you talking about? Three woodcutters died after eating the meat of an Andrig after it was killed by a venomous Dorsentat. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the ochre berries... We know that you are responsible for this. The hunters told me everything. How could you do this? You acted more foolishly than an irascible adolescent. By killing these men, you have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Dunkus, I beg you. I only wanted the Renoixe to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed, and you know that. I would never have thought you capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this man to us. I understand. But I have one condition before we make this agreement. The Lugeid Blau fooled us in the past. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a mine in the forest that the congregation has long operated with help from my people. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced the earth with wood. We worked with the Lugeid Blau to save the mountain and the men. We agreed to stop digging and sealed the entrance with a boulder. But some Renaigse came back, and I think they started digging again. And some of my people started going missing. Perhaps because they had seen them break their promise. If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will be lost. And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of their promise. This is the price of my trust. If you do, we punish the person responsible for the death of the woodcutters, and all our quarrels will be gone. I'll go to this mine and see what's going on. Is there anything else? So, das machen wir. Ich glaube, wir quatschen später mal. Goodbye, Dunkus. Qua Aulum Seg. Yeah, Level 21, Leute. Level 21. Und wir... Ja, komm. Ich tue es. Ich tue es. Haha. Und hier haben wir jetzt 50% mehr Schaden auf Elemente. Mit Elementfallen versehene Klingen. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. So, okay, wo ist das? Ach, bei den großen Bäumen. Das ist praktisch. So, da müssen wir hin. Oh, ja. Sorry. Wir müssen hier mal durch. Der große Baum. Da hinten. Oh, jetzt kommen wir einfach durch. Das ist sehr praktisch. So. Kann man eigentlich, das interessiert mich, kann man sehen, wie, nee, kann man leider nicht sehen. Ich würde gern sehen, wie viele Punkte man braucht, um in Fraktionen aufzusteigen. Wobei die Eingeborenen schon freundlich zu uns sind. Also eigentlich sollten sie einen Bonus schon in unsere Kiste gepackt haben. Gehe ich einfach mal ganz stark von aus. Ist hier oben irgendwas? Lohnt es sich hier zu sein? Es sieht nicht danach aus. Okay, dann halt nicht. So. Wo ist die Höhle? Die Höhle ist da vorne rechts.
Hallo? Ist hier wer? Hallo? Das ist ein Lager. Oh, und da ist unser Lager. Na, Fuchsi? Ich mache mal das Lager auf, ne? Kleiner Fuchsmann. Und gibt es hier? Nein, das gibt es nur Beeren. Da gibt es auch nichts. Und hier gibt es auch nur Beeren. Na, ich wollte gucken, ob es hier irgendwie eine Kiste oder sowas gibt. Aber nichts dergleichen. Gut, dann quatschen wir doch mal mit den Typen. Hey, Leute. Nicht cool, dass ihr wieder rumbuddelt. Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Mayard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. Und nun? Wo muss ich hin? Hallo? This makes no sense. Why resume the exploitation of a dangerous mine? Do they want their men to die? These Renegade must not have taken us seriously. We should take a closer look. Beobachte die Aktivitäten in der Mine. Ja, das mache ich gerne. Deswegen bin ich hier gerade auf dem Weg außenrum. Da ist etwas entdeckt. Und zwar die verlassene Mine. Also, das hier bringt uns nicht viel. Hä? Ich verstehe es manchmal nicht. Ach, da war ich doch schon. Mann, ey, manchmal dieses Spiel, ne? Dass man über solche Punkte zu bestimmten Zeiten rennen muss, weil er sonst nichts anderes macht. They use captives from the villages to dig their mine. They've made them into slaves. We must talk to Sir de Corsillon. I hope that our nation is not involved in this business. Ja, hoffentlich. Wenn man bedenkt, dass das nur eine Nebenquest ist. Und die ist so wichtig eigentlich für die Nation untereinander. Ich frage mich, ob man überhaupt in dieses Gebiet hier rein müsste, wenn man keine Nebenquests macht. Wenn man nur die Hauptquest verfolgen würde. So, nein, nicht schlafen, sondern auch nicht das, sondern eher reisen. Und wir müssen natürlich mal wieder zu Sir de Consulion. Reisen wieder aufnehmen. Das ist ein bisschen hin und her gerade durch die ganzen Ladebildschirme und es tut mir leid, aber es lässt sich leider nicht verhindern. So, das hier mal erstmal zu. So. Hintergrundprogramm war noch offen. Brauchen wir aber nicht. Ist auch besser, wenn das zu ist. Jo. Sur de Consilion. Ich bin es wieder, dein Schüler. Ich bin de Sardette. So. Ja, Konstantin, zu dir komme ich auch noch. Zu dir komme ich auch noch. Aber erst später. Viel später. Dafür müssen wir erstmal nach Teleme. Und um nach Teleme zu gehen, will ich erstmal die anderen Sachen. Ach ja, das dauert noch ein bisschen. Sir de Corsillon. The Sade, my young student. What can I do for you? The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Oh, sorry. Good. You have traveled. Keep doing. Can you? Das meinte ich eigentlich gar nicht, das hier. I've come to ask you about a mine near Vigigador. It was closed for a long time for security reasons. But someone has started exploiting it again. Hmm. I seem to recall that a concession in this area was sold to a Master Mayard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. He is a rich merchant from Serene who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous.
Unscrupulous. That's an understatement. This man had some natives captured and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he's above the law? We cannot tolerate such methods, but we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property in the archives. Don't worry. We'll not let this man's behavior go unpunished. Can your old professor still prove it? Okay. Looking forward to... Gut, dann wieder nach unten. Oh. Können wir nicht einfach mal alle Dokumente aus dem Dorfarchiv mitnehmen und dann suchen wir uns, wenn wir mit unserem alten Professor quatschen, einfach das Richtige raus? Das wäre doch tausendfach praktischer. Und warum spawnen die immer erst, nachdem ich die Tür schon verlassen habe? Das ist ein bisschen seltsam. So, jetzt weiß ich aber zumindest, wo ich lang muss. Das ist schon mal ein guter Gewinn, wenn ich nicht immer auf die Map gucken muss. So, hier herum. Dumm, die dumm. Ins Archiv. Ah, sogar noch auf demselben Tisch. Ehrlich mal. Dieses Schriftstück ist im Rechtsjargon verfasst. Es handelt sich um eine Besitzurkunde von Meister Millard, die sich auf einige Ländereien in der Region Quenwa bezieht, darunter eine alte Mine. Das Dokument wurde von Lady Morange unterzeichnet. Du wirst ihre Hilfe brauchen, um die gesamten rechtlichen Besonderheiten zu verstehen. What do these documents say? I get lost in all the legal jargon. But they have Lady Morange's seal on them. We should find her, to understand exactly what they say. Gut, dann gehen wir wieder zu Lady Morange. Er kommt mir irgendwie so vor, als hätten wir das in der Folge schon mal gemacht. Also, ganz im Ernst, ich hätte nichts dagegen, wenn solche Sachen in mehreren Quests vorkommen würden, ja? Aber in Folgequests, dass man in weniger als 20 Minuten zweimal den eigentlich selben Ablauf hat, ist ein bisschen seltsam. Muss ich eingestehen. Good day, dear sir. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? Ich hab mal wieder ein paar Probleme. I need your advice once more. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a mine acquired by a certain Maillard. Here are the deeds. I must admit that I understand very little of what's written, but your seal is on it. Do not worry. This type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of land located near Vigigador. He can exploit the forest and plant anything he wants there, but it says here that he does not have the right to exploit the mine. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. And yet the mine which was located on this plot of land has been reopened and is being exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. He usually spends time at the port when he comes. He has some warehouses there. Na dann. Da bin ich mal gespannt, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Gut, dass er wenigstens in der Stadt ist und nicht irgendwo rumrennt. Come closer, good people. Come closer. Yes, yes, my dear. Yes, uno momento, please. Hier ist tatsächlich alles wieder gefüllt. So, ich guck mal, ob du was Neues hast. Beweglichkeit 4. Beweglichkeit 4. Ach, das ist dasselbe, nur wieder mit so einem Ding drin. Was ist da? Da ist die Qualität höher, aber ansonsten ist das das Gleiche. Verstehe ich nicht. Auch Beweglichkeit 4. Beweglichkeit 3 haben wir aber auch schon nicht. Das gefällt mir alles irgendwie nicht. Ja, und bessere... Oh. 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 Die nehmen wir mit. Haha. Ach, haben wir gleich ausgerüstet. Sehr praktisch. Du kannst das alte Ding gern wieder haben. So, tschüss. Sehr schön, das gefällt mir. Ein neues P
Pistölchen für uns. Hallo, danke schön. Kumpel, na, was läuft mit dir? Master Maillard, who's asking? Desarde, I am the legate of the congregation. Well, I'm flattered. What brings you here, your excellency? I'm here to talk to you about the mine you have near Vigigador. Are you aware that you have no right to operate it? Nor are you allowed to employ slaves there. But what are you talking about? Surely this is a misunderstanding. Listen, I'm sure there is a way for us to get along. I'm an honest merchant. I've always paid all taxes and the small bonuses needed. Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Now, Your Excellency, if you would allow me, I have to get back to my activities. I'm afraid you don't understand, Master. It's not a money problem. That mine is dangerous. And you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young man. I'm sure it's nothing that a small bonus can't fix. Doch. Goodbye, sir. Best wishes to your cousin. Kann ich den nicht ermorden? Das wäre eine super Abmachung. Die würde mir gefallen. Ich würde auch meine alte Waffe nochmal zurückkaufen, dann kann man das nicht zu mir zurückverfolgen. Wenn ich ab dann die neue benutze. Na doch, ich müsste eine extra Waffe kaufen. Und jetzt ziehe ich meine Waffe? Aus irgendwelchen Gründen? Frag nicht, ich bin verwirrt. So, hier drüber. Und da drüber. Hatten wir nicht noch hier am Strand ein Ding, wo wir drüber hüpfen mussten? War das nicht so? So, okay. Freunde, wir quatschen nochmal mit Mr. Consilion. Und dann war's das für diese Folge. Und dann können wir das alles hoffentlich in der nächsten Folge aus der Welt schaffen. Dann gibt's hoffentlich gar keine Probleme mehr. Lieber mal speichern. Sir de Corsilio. The Sade, my young student. What can I do for you? Ja, was kannst du für mich tun? I verified the contract with Lady Morange. The exploitation of the mine is illegal, as we expected, without even taking into account what he's doing to the natives. I then went to meet Master Maillard. So, what did he have to say in his defense? He turned a deaf ear and tried to bribe me. Oh, some of these merchants are so rich that they forget basic decency. But it's high time we reminded him of who is in charge of the congregation on this island. Here, this is an eviction notice which dispossesses him of all his land for breaching his contract. For his crimes against the natives, he's banished from this island. I will make him aware of this decision, but you should go to the mine immediately. The prisoners must be freed as soon as possible, and the mine closed once more. I'll take care of it. Can your old professor still prove himself useful? Nein, das war's. Dankeschön. Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilio. So, Freunde, das war's dann wohl für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten wieder und dann wollen wir doch mal die Mine befreien. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.